Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships. In meinem Kanal mag ich sogar wohl schön, dass ihr wieder einschaltet. Und ich versuche jetzt nochmal eine Runde mit der Pensacola und ich hoffe, dass ich vielleicht gewinne. Weil dann kann ich hier wenigstens so ein paar Sachen freischalten und ist ja wenigstens mal ein bisschen gelevelt. Die letzte Runde, die war ja halt dadurch, dass ich keinen Beschussalarm aktiv habe, weil der Captain noch nicht fertig ist, habe ich dann einmal mit einer Salbe sehr, sehr viel gefressen. Danach konnte ich auch nichts mehr machen, großartig. Außer dann halt später dann nochmal unterzugehen. Und ach ja, schauen wir mal, wie die Runde wird. Kann ja nur besser werden. Zum Line-Up. Wir haben eine Hirio, North Carolina, eine Tirpitz in Colorado, eine Legato, Atago, meine Wenigkeit, die York, Cleveland, Nürnberg, die Bliska Vika, whatever, Fight der Zerstörer, Mitsuki. Dann haben wir noch die Ranger, im gegnerischen Team. Ranger, Tirpitz, Amagi, Nagato, Fuso. Kam York, jetzt haben wir die Miyoko, Nürnberg, Hatsuharu und die Mutsuki. Wir müssen hier wieder 3 Cap Points einnehmen und halten und halt das gegnerische Team dezimieren, damit wir Punkte haben. Wäre auch am besten, dass wir nicht so viele Schiffe verlieren, dann gewinnt man dann halt auch so ein Match. So, unten ist schon mal auf A, sage ich jetzt mal, da ist schon mal ein Zerstörer, der drauf gefahren ist. Wir fahren jetzt auf C drauf und cappen hier. B ist noch, B werden wir dann nachfahren, denke ich mal. Ich fahre jetzt einfach hier mit den Kreuzern mit, weil ich werde jetzt nicht alleine auf B fahren. Bin ja nicht lebensmüde, auch wenn ich hin und wieder mal so fahren sollte. Aber das ist auch alles immer nur täuschen und tarnen, wie auch immer. Man muss ja auch mal was anderes machen, womit vielleicht der Gegner nicht rechnet. So. Ja, wir sehen gerade viele Inseln. Noch kein gegnerisches Schiff in Sicht. So, der Zerstörer, der fährt jetzt schon mal auf B. Ich werde es gleich auch mal versuchen, irgendwie nach rechts dann einzudrehen. Bin ja nie alleine. Jörg ist auch da. Die Atago. Müssen halt irgendwie gucken, dass wir trägertechnisch nichts verlieren. Aber da wurde ja jetzt schon ein bisschen gespottet und da war jetzt kein Zerstörer auf der östlichen Seite. Die werden jetzt halt ihren Angriff, ich weiß nicht, was für ein Schlachtschiff da hinten rumgurkt, aber die werden wahrscheinlich da mal angreifen, oder sie fliegen außenrum vorbei und versuchen, den Träger zu erwischen. Oh, da ist doch ein Zerstörer. Mitsuki. Oh, da ist er noch, die Atago. Die York. Wir fahren jetzt einfach mal mit auf B. Fuso hat sehr, sehr viele Geschütze. Ihr kennt das von Videos von mir. Und die können auch ganz gut Aura machen. Wir sind aber noch nicht aufgedeckt. Das sage ich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt wohl noch keine Meldung gekriegt. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich bin noch nicht aufgedeckt. Ich gehe erst ab 15 Kilometer. So um den Dreh gehe ich erst auf. Und mich hat jetzt noch kein Flieger aufgedeckt. Geschweige ein Zerstörer. So, B ist eingenommen. Jetzt werde ich mich mal hinter die Insel dann verdrücken. Lasse AP geladen. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier irgendwie mal was vor die Flinte kriegen. Weil wir wollen ja auch ein bisschen Action haben. Und schon ist wieder Montag.
neuer Wochenstart. Wie war denn euer Wochenstart so? Nach einem harten Wochenende oder einem chilligen Wochenende. Montage sind ja auch immer so ein bisschen. Man kommt nicht so gut aus dem Bett. Und da ist man dann schon wieder auf der Arbeit. Und so weiter. Dann hoffe ich, ihr habt alle Arbeit, die euch auch Spaß macht, die dann um die Zeit rumgeht. Das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig. So, ich bin jetzt bin ich definitiv offen. Jetzt sowieso, ich muss jetzt mal schnell weg hier, weil da ist eine Nagato. Diese Nagato verteilt großkalibrige Geschosse, die Pensacola nicht so ganz so gut verkraftet. So, jetzt hier irgendwie noch auf die Mutsuki zu wirken. So. Ich glaube, ich werde hier einfach bei AP bleiben. So, da hat sich die Mutsuki dann auch aufgelöst. Die Nagato hat mit HE geschossen. Die klügere Entscheidung wäre, mit AP zu schießen. Aber das bekommt die Kreuzer. Vielmehr die manche Schlachtschifffahrer nicht so ganz dahin. Ich sag mal, HE alles gut und schön, aber. Scheiße. Ich will meine Geschütze doch drehen. Aber ich muss einmal so einen kleinen Haken fahren. So dass ich dann wieder reindrehen kann und dann halt mit meinen hinteren Geschützen noch die Nagato wehren kann. So, dreh. Und dreh. So. Feuerfrei. Jetzt versuchen wir auch Inseln. Ja, hier gibt es auch wieder sehr, sehr viele Inseln. So, wie schaut's aus? Ja, eine Salve haben wir mit der fast 3000 Schaden gemacht. AP. Was ja ganz okay ist. Hinten, da fahren jetzt noch so etwas großkalibrigere rum. Vielmehr die Amagi und dann halt noch die Miyoko. Tja, da komme ich irgendwie nicht mehr dran. Ich muss jetzt mal, glaube ich, den Feuerhaken spinnen. So schnell wie möglich. Wenn es nicht schon zu spät ist. Weil ich bin jetzt offen. Ich habe jetzt die Nagato vor mir, die Fuso, die Miyoko, die Amagi. Jetzt versuchen wir einfach mal die Inseln zu nutzen. Jetzt stehe ich auch nach der. Ich muss kurven. Viel kurven. So. Er schießt wieder mit HE. Ja, lebe ich wenigstens halt noch etwas länger. So, kurven. Kein leichtes Ziel bieten. Und dann ganz schnell verschwinden. Und es sieht wieder so aus, als ob wir verlieren. Jetzt wollen sie alle ein Stück von der Pensacola. Scheiße, eine Miyoko. Dreht natürlich jetzt ein. Jetzt ist es halt ein bisschen schwer für mich. Dass ich hier irgendwie. Ah, da kommt eine Cleveland. Die kann mir ja bestimmt helfen. Hoffe ich. Jetzt drehen wir wieder rein. Ja, die hat jetzt so lange gewartet, bis wir. 2000. Der knallt mich jetzt hier so langsam runter. Muss jetzt gleich nur die Cleveland rauskommen. Sehr schön, Cleveland hilft. Ja, schießt ruhig auf Hekt. Wir haben jetzt noch schön die Zitadelle getroffen von der Miyoko. Und jetzt gehen wir ans Eingemachte. Oh, da ist noch eine Miyoko. Immer schön. Immer schön zickzack fahren. Die Miyoko, die wird nicht mehr lange aushalten.
unterwegs. Wieder drehen. Warum kommen sie gut? Scheiße. Ich würde erstmal nur mit den hinteren Geschützen schießen. Aber ich glaube, der wartet, dass ich reindrehe. Genau. Jetzt werden wir wieder links. Jetzt werden wir den einfach mal so richtig schön langsam runterknabbern. Glück, dass wir dann dem da irgendwie noch was zerschießen. Nicht das rein getroffen, gar nichts getroffen. Zelt da. Verkürzen wir mal den Winkel. Das sollte jetzt aber eigentlich bei ihr. Sehr widerspenstig, diese Miyoko, die möchte einfach nicht sehen. So, da ist die Sache erledigt. Jetzt drehen wir wieder. Tja. Wenn man sich immer nur auf ein Schiff dann konzentriert und den Rest dann halt aus den Augen verliert, kann man nicht gewinnen. So, wir müssten jetzt eigentlich sogar aus der Reichweite sein, dass wir gesehen werden. Cleveland lebt noch. Schön. Da wir jetzt großartig auch keine Reichweite haben, können wir auch nicht so richtig wirken. Wir werden uns da mal mit der Flotte unten dann treffen. Wir müssen unbedingt in die Caps. So. Jetzt gehen wir mal Zerstörer jagen. Auf 10 Kilometer. Der Träger ist ziemlich nah dran. Er ist schon verdammt nah dran. Weil er hat so Haare. Da haben wir mal HE. Vielleicht haben wir Glück. Jetzt dreht sie ein. Jetzt kann es ganz gut sein, dass unser Träger jetzt gleich weggetorpt wird. War der Träger. Wir fahren jetzt auf die Hatzorago zu und gucken, dass wir den da irgendwie noch kriegen. Ja, jetzt hat er sich repariert, die Nase. Aber die Flieger halten den ja noch aufgedeckt. Schießt ein bisschen versetzt. Da muss ich nur noch treffen. Und? Leider weg. Ich hab nichts zerschossen bei dem. Jetzt kann er sich natürlich absetzen. Schade. Jetzt kann ich mich da mit einem Zerstörer rumschlagen, den ich nicht sehe. Da. Die feindlichen Jäger haben jetzt die ganzen Flieger runtergeholt. Starte ich einfach mal, aber die sind zu weit weg. Sich dann auch nicht. Ja, wir verlieren schon wieder. Also, es gibt dann hin und wieder so Tage, da wo man es einfach sein lassen soll, weil es bringt einfach nichts. Das Spiel möchte einfach, dass du nur verlierst. Also so habe ich manchmal das Gefühl. Wir schicken dich dann einfach in irgendwelche Teams rein oder halt in Teams, da wo du sehr, sehr tierunterlegen bist. Nichts machen kannst. So, die Zerstörer ist weg, die kriege ich nicht mehr. Aber vielleicht können wir noch auf B fahren. Und dann noch was machen. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich verliere halt nicht gerne. Wir sehen hier auch, wie schnell unsere Geschütze sich drehen. So, da hinten kommt die Mogami. Jetzt kriegen wir fast Breitseite. Jetzt müssen sie erstmal unsere Geschütze wieder eindrehen. Damit wir auf die Mogami schießen. So, Mogami schießt wieder.
zurück. Und dann geht's gleich erstmal auf AP. So, jetzt habe ich ihn hinten erstmal ein Geschütz weggeschossen. So, jetzt hacken wir mal deine Schokoladenseite. Ah, die kommen gut. Oh, schon mal 5. Ja, eindrehen, der wird wahrscheinlich jetzt Torpedos geschmissen haben. Ah, schade. Da haben wir auch wieder verloren. Bei sowas ist dann halt ärgerlich, wenn man so eine Tarnfarbe drauf hat und es nichts bringt. Ja. Naja, war jetzt nicht die tollste Runde, aber ich habe wenigstens überlebt und das ist wenigstens auch noch eine Hauptsache. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.